Hallo, das ist Lustig und hier willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich habe gerade was Lustiges in der Testaufnahme rausgefunden. Also wartet nochmal. Ihr habt da gesehen, da ist ein Berg sozusagen, ne? Und wisst ihr, was die da haben? Ein Fenster, um auf den beschissenen Berg zu gucken. Okay. Jo. Wir waren jetzt auf dem Weg nach Saffronia City. Und dann ging es darüber lang, was auch immer. Tauschen wir mal Blitzi nach vorne, auch wenn Blitzi das überlevelste Ding ever ist. Denn hier sind Vogel-Pokémon-Trainer. Na, was geht? Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Jo, jo, jo. Chill dein Leben. Vogelfänger möchte kämpfen. Vogelfänger setzt Habitag ein. Wow, was ein Level. Ich bin begeistert. Donnerblitz. Und Habitag ist tot. Sehr schön. Habitag wurde besiegt. Vogelfinger wird Habitag in den Kampf schicken. Nein, möchte das Pokémon wechseln? Nein. Wenn Blitzi Donner lernen kann, ich es endlich entwickeln. Das ist so schön. Die Attacke ist sehr effektiv. Habitag wurde besiegt. So, ein Ibitag. Nein, ich möchte es nicht wechseln. So, ein Dönerblitz für dieses Ibitag. Oh, jetzt ist es an Fettsucht gestorben. Obwohl Döner das gesündeste Fastfood der Welt ist. Egal. Geh sterben, Habitag. Ich hab dich nicht liebe. Ich hab dich nicht liebe. Deutsch, Casey, Casey, Deutsch. Kauft euch bitte das Buch im Fachhandel. Oder so. So. Juhu, Düssel besiegt Vogelfinger. Verdammt. Verdammt mich und so, ne? So, da ist noch einer. Ich laufe überall durch hohes Gras, um Pokémon aufzuspüren. Schatz, würdest du bitte den Ton von deinem Handy ausmachen? Ich höre das. Danke. Vogelfinger möchte kämpfen. Vogelfinger setzt Habitag ein. Und auch Level 29. Na, wenigstens etwas. Nur leider wird das auch nicht lange leben. Was heißt hier leider? Es wird einfach nicht lange leben. So. Ja. Ibitag. Nein, ich möchte es nicht wechseln. So, Donnerblitz. Damit wäre auch das Ibitag erledigt. Kriegen wir mal ein Level ab oder so? Danke. Level 43. Donner! Ja, Mann! Soll eine Attacke zugunsten von Donner vergessen werden? Ja, bitte. Ich will Blitz vergessen. Oh. Blitzi hat schnell den Show vergessen und Blitzi lernt Donner. Ich glaube, ich könnte es jetzt entwickeln, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. Ist egal. Komm, vielleicht kommt da noch eine Attacke, die ich dir noch beibringen wollte. Dein Vogelockruf klingt wie... Ich möchte es jetzt nicht aussprechen. Vogelfinger möchte kämpfen. Vogelfinger setzt Dodri ein. Hallo, Dodri. So, ein Donnerblitz für das liebe Dodri. Wir könnten ja mal Donner benutzen, einfach nur um zu sehen, wie es aussieht. Aber ein Donnerblitz reicht ja. So. Ich musste mit dir kämpfen. Ja, wir gucken schnell, was hier für Pokémon sind. Ein Dodo. Ein Dodo. Tot. Ein Radikal tot. Würdest du bitte mal... Noch ein Radikal... Ist ja auch was Interessantes. Außer Dodos und Radikals. Habitags. Gut, dann war es das wahrscheinlich. Nein. Nichts Interessantes. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Und... Nein. Okay, dann gehen wir jetzt. Gehen wir schnell zurück. Heilen schnell unser Blitzi. Einfach nur, damit es wieder AP voll hat. So. Ah, nicht so. Nein, nein. Okay. So, da wir jetzt auf die Biker-Route der Verdammnis gehen, tun wir Necros nach vorne. Denn Necros ist so schön effektiv gegen Gift-Pokémon mit seinen Bodenattacken. So, laufen wir gechillt zur Fahrradroute. Soweit ich weiß, kann man da auch ohne Fahrrad hin durch einen Bug. Ich weiß aber nicht mehr, wie... Ich habe mein Fahrrad aber dabei und brauche deswegen keine Angst haben. So.
fahren wir hier lustig durch. Ah, bergauf, wie schön. Wenn ich loslasse, durch. Wenn ich auf B drücke, bleibe ich stehen. Auf A auch, auf A auch. So. Links oder rechts? In die Mitte. Zielein, ich bin erschöpft. Ja, wenn du erschöpft bist, warum willst du dann kämpfen? Überhaupt, wie schafft es, den ganzen Tag da stehen zu bleiben? Biker möchte kämpfen. Oh, Biker hat so viele Pokémon. Ein Smogon. Guck mal, mein liebes Knogger. Hier, kannst du das Knochen keulen. So. Die Attacke ist effektiv. Smogon wurde besiegt. Smogons geben so schön viel Erfahrungspunkte. Oh, ein Smogmog. Es gibt bestimmt noch mehr schöne Erfahrungspunkte. Auch wenn es nur Level 25 ist. Die Attacke ist sehr effektiv. Smogmog wurde besiegt. Noch ein Smogon. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Noch eine Knochenkeule. Sehr schön. Smogmog wurde besiegt. Smogmog. Smogon wurde besiegt. Smogmog. Ich und Pokémon spielen. Keine gute Kombi. Die erste Aufnahme von der Session ist immer die dümmste, um ehrlich zu sein. So, ein Smogmog. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Komm, und jetzt ein Level-Up. Einfach nur, weil ich toll bin. Na? 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 Verdammt. Bist du nun zufrieden? Ja. Fahren wir mal hier lang. Jetzt fahren wir hier lang. Hier ist nichts, also fahren wir jetzt hier lang. Oh je, das wird gleich ein lustiger Weg herab. Na du, möchtest du kämpfen? Sei ein Rebell. Wie bin ich denn einer, indem ich mich gegen dich auflehne und deine Pokémon zerstöre? Oh, das Ding, was du dein... Herr Glatzkopf, dein Knochengürtel, er sieht so lächerlich aus. Jetzt mal ernsthaft. Oh, ein Rasaf, ein Kampf-Pokémon. Jo! Nein, kein Karateschlag. Diesen Volltreffer ließ. Hier ist deine Knochenkeule. Friss das. Oh, verdammt. Hier ist ein Fuchtler. Oh nein, Fuchtler macht mich verwirrt, ne? Ich Idiot. Ja, kratz mich erstmal in Ruhe. Kratz mich. Dreimal getroffen. So. Rasaf wurde besiegt. Nekros erreicht Level 42. Die Verteidigung ist ziemlich geil. So, Mashok. Möchte ich das Pokémon wechseln? Nö. Bringt mir eh nichts. Nekros schlägt um sich. Nekros schlägt immer noch um sich. Hat den Fuchtler eingesetzt. Fuchtel rum. So, Dussel besiegt Glatzkopf. Arik. Dussel gewinnt Geld. Schön. Fahren wir weiter über die Blümchen. Ich finde das so niedlich, dass die animiert sind. Oder die sind so niedlich animiert, oder? Ich finde die so niedlich animiert. So. Oh Gottchen. Hoch ist kein Spaß. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Was hast du, ein Mashok? Hast du eigentlich deine Peitsche in der Hand? Alter. Ich sag dir, warum es das nicht tut. Du musst es tauschen. Irgendwie guckt das ziemlich, als wäre es auf Droge. Seht euch das mal an. Es hat da eine Iris und eine Pupille da im Auge. Und im anderen Auge ist nichts. Das ist ziemlich... komisch. Aua, Fußkick. Tut weh. Na, nicht ganz so sehr. Aber es tut weh. Gut, dass ich eine gute Verteidigung habe. Mashok wurde besiegt. Du so besiegt, Glatzkopf. Hey, was sollte das? So. Weiter hoch. Ich liebe die Musik. Na du? Voltoball wird dich unter Strom setzen. Okay, warte mal. Du hast Haare. Du kannst kein Glatzkopf sein. Nein, du bist ein Biker, immerhin. Biker setzt Voltoball ein. Ja, Knochengeule, ne? Die Attacke ist sehr effektiv. Ja, gut. Noch ein Voltoball. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Guck mal, hier hast du noch eine Knochenkeule. Naja. Warum bist du schneller? Was soll das? Ich bin...
13 Level über dir. So, du bist ein Besiegbiker. Du hast mich gerädert, meine Güte. Ich kann schon wieder nicht lesen. So, und einfach nur weil es Spaß macht, fahren wir jetzt hier runter und gucken, ob hier auch noch Leute sind. Und da sind nämlich welche. Wir sind Biker, Könige des Highways. Das ist aber ein Fahrradweg, kein Highway. Ein Fahrradweg. Du hast hier eigentlich überhaupt nichts mit deinem Bike zu suchen. Oh, ein Level 33 Slimog. Gut, Slimog sind verdammt langsam. Das heißt, ich müsste schneller sein. So, es hat's überlebt. Ja, ganz klasse. Pfund. Niedlich. So, damit wäre das Slimog-Geschichte. Oh, schöne Erfahrungspunkte. Ich bin voll auf die Nase. Oh ja, das bist du. Du bist auf die Nase gefallen. Oh nein, zwei Wege. Ich mag zwei Wege nicht. Und darf ich... Oh Mann, nu. Ja, wow, bin ich weit hochgefahren. Und jetzt... Ist hier noch was? Oh Gott, da ist ja auch noch was. Du besitzt ein schickes Fahrrad. Fährt es nicht gut? Wahrscheinlich besser als dein Bike auf einem Fahrradweg, ja. Biker möchte kämpfen. Biker setzt zum Mokmok ein. Oh je. Los, Nekros. Nekros mit O's. Volltreffer. Die Attacke ist sehr effektiv. Da war das Mokmok tot. Nekros erreicht Level 43. Noch mehr Verteidigung. So wenig Initiative. Ein Slimog. Nein, ich möchte es nicht wechseln. So, das soll jetzt aber echt one-hitten, oder? Komm schon, das ist Level 29. Dankeschön. So. Dussel besiegt Biker. Mist. So. Hier unten ist aber... Nein, okay. Jetzt heißt es wieder hochfahren. Was eine spaßige Angelegenheit. Genießt die Musik. Guckt den Blümchen beim in der Sonne tanzen zu. Wie sie sich in den Farben dieses Spieles winden. Und da ist der nächste Kampf. Ich muss ein wenig abnehmen. Du hattest Haare auf dem Sprite. Warum hast du jetzt keine Haare mehr? Was soll das? Ein Menki. Ja, wie schön. Guck mal, hier ist ein Nekros. Guck mal, hier ist ein Fuchtler. Und das Menki war Geschichte. Noch ein Menki. Ja, wer hätte das denn gedacht? Aber der Menki-Sport ist schon irgendwie niedlich. Ich halte mich an den Öhrchen fest. Mein Freund guckt mich dumm an. Aber ich mein's ernst. Das Ding hält sich an den Öhrchen fest. Wenn nächstes Mal Menki kommt, musst du zugucken. So. Oh, Karateschlag. Okay, ich bin verwirrt. Das war logisch. Ja. Ich musste ja auch unbedingt Fuchtler benutzen, ne? Gut, wer braucht noch Erfahrungspunkte? Ganz viele. Wow. Komm her, Dunas. Du bist ja so zu doof für alles. Das müsstest du doch hinkriegen, oder? Fein. Sogar ein Volltreffer. So, ein Macholo. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Hier. Dunas. Walte deines Amts und töte es. Na, immerhin verbrennst du es. So, jetzt machst du noch eine Glut drauf und dann ist es weg. Damit wir dich auch mal leveln. So. Dussel besiegt Glatzkopf. Puh, eine gute Übung. Ja, ne? Dunas, du darfst mal nach vorne. Unser Nekros sieht ein bisschen angeschlagen aus. So, fahren wir weiter hoch. Weil es Spaß macht, weil ich mit meinen kleinen Pixelfüßchen die Pedale trete. So, gegen dich habe ich auch noch nicht gekämpft, ne? Doch, gegen dich habe ich gekämpft. Okay. Dann bin ich hier rübergekommen wahrscheinlich, ne? Jo, da ist auch noch einer. Jo, da ist auch noch einer. Okay. Nehmen wir erst den hier. Oh Gott, nehmen wir erst den hier. Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Nee, aber gegen sie zu kämpfen, wa? Da denkt man gewinnt so einfach. Herr Glatzkopf. Mit Haare auf dem normalen Sprite. Ein Menki. Guck mal, Dunas. Leichte Beute. Kratzfurie. Ja. Gut, damit kann ich leben. Die 5 Schaden, die du mir pro Angriff machst. Wenn du jetzt nicht unbedingt alle 5 durchziehst. Ja, 4.
So. Da wäre das Mickey weg. Ein Razav. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. So, bitte ein Body Slam. Oh, es hat ein Body Slam überlebt. Ich glaub's nicht. Das macht ja schon immer nur noch 5 Schaden mit der Kratzfurie. Was ist denn das? Gut, damit wäre das Razav tot. Wir hatten Erfahrungspunkte. Dose besiegt Glatzkopf. Die Luft ist raus. Oh, das tut mir aber leid. So, und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir weiter auf dem Fahrradweg für Unruhe stiften. Bis dahin. Ciao, ciao.